Zunächst mal vorweg, weil mich auch einige gefragt haben, sag mal, ist das für dich denn nicht so schlimm, weil es jetzt wieder in die andere Richtung gekippt ist? Erstens mal, ich glaube, ich habe es letzten Sonntag gesagt, als alles kalt aussah, Vorsicht, es werden alle Modelle erst einmal wieder in die andere Richtung kippen, in Richtung mild, und dann wird sich das Ganze einpendeln. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man mit dieser Sache verheiratet ist, ist man mit Gut und Böse verheiratet und geht da gemeinsam durch. Ich grüße Sie und grüße euch. Und wir machen jetzt mal einen ganz normalen Wetterbericht und schauen natürlich dann gleich auf Weihnachten. Es sieht nach den derzeitigen Modellberechnungen düster aus. Und der Herbert hat mir dieses Foto aus Wendelstein zugeschickt. Das ist in Mittelfranken. Und vielerorts ist das ja gerade das Bild und auch der Bild der vergangenen Tage gewesen, was auch am Wochenende noch sein wird. Und in der nächsten Woche kommt da mal vorübergehend trockenere und kältere Luft zu uns. Und wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir uns den Dezember bisher an. Die grüne Linie ist das, was wir bisher hatten. Da war dieser gigantische Aufstieg. Dass das so mild war, das lag nicht unbedingt nur an der Wetterlage, sondern an der Anströmung. Denn hätten wir nur dieses Hoch gehabt und es wäre eine Auskühlung gewesen, dann wäre es deutlich kälter gewesen. Aber wir hatten ja den ganzen milden Schlons von der Nordsee. Der wird verschwinden, die Temperaturen stürzen ab und dann zu Weihnachten gehen sie hoch, danach wieder runter. So zumindest der Lauf von Freitag noch. In Sachen Sonnenschein war der Dezember bisher mit einem Drittel des Sonnenscheinsolls relativ düster. Das haben die meisten von uns gemerkt. In Sachen Niederschlag war er sogar zu trocken. Deutliche Niederschläge gab es nur im Süden und Südwesten. Bei 41% sind wir angelangt. Und der Clou jetzt im Jahr 2021 sind wir bei 99,4% im deutschen Flächenmittel. Rund 4 Liter fehlen noch, um die 100 voll zu machen. Und die werden wir sicherlich zusammenkriegen. Das sind die Niederschlagssummen nach dem 12er-Lauf, der sehr niederschlagsreich war durch diese Westlage, die Grenzwetterlage, die vorübergehend gekommen wäre mit 25 bis 105 Liter auf den Quadratmeter. Und der sogenannte 18er-Lauf hat dann mal wieder alles anders gemacht und bringt zwischen 5 und 50 Liter pro Quadratmeter bis Jahresende. Das heißt, das Jahr wird ganz leicht zu nass ausfallen. Gehen wir jetzt mal einfach nur schnöde die Wetterkarten für die nächsten Tage durch. Das ist die Wetterlage, die wir in der kommenden Nacht haben, mit dem Hoch auf dem Atlantik, das bis zu uns reicht und von Norden hier diesen Knick bekommt. Und die Isobaren, die liniengleichen Luftdrucks, liegen sehr eng. Das heißt, es kommt Wind und damit Schwung in die Bude. Die richtig kalte Luft ist weit weg. Und bevor diese kältere Luft kommt, haben wir hier noch eine Blase an milderer Luft, die auch noch über uns ziehen wird. Das werden wir gar nicht großartig merken, weil das in der Höhe geschieht, oberhalb der Dunst- und Nebelschicht. Und dann am Mittwoch haben wir die sogenannte 552er über uns liegen. Das ist der Jetstream, der trennt den Tiefdruck vom Hochdruck. Aber die Isobarendrängung ist ganz weit auseinandergeklafft. Wir haben wenig Wind, das heißt, der Schwung geht verloren. Und das, was hier rangezogen kommt, wird dann wieder für Nebel, Hochnebel und viele Wolken sorgen. Und dann ist die große Frage eben, ob der Kälteklops weiter nach Westen zieht und uns die Westlage bringt oder nach Süden zieht und die Nordlage bringt. Die Wetterlage, die Grundwetterlage hätte ein Potenzial, das ist gigantisch. Ganz kurz noch die Temperaturen in 1500 Meter Höhe. Es wird bei uns deutlich kälter und die große Kälte ist knapp östlich und nördlich von uns. Nochmal, wäre eine ideale Voraussetzung. Der heutige Tag bringt uns wieder viel Nebel und Hochnebel. Ab den Mittelgebirgen nordwärts gibt es noch so ein bisschen Nieselregen, wird im Laufe des Tages nachlassen. Die Sonne zeigt sich kaum. Die scheint zumindest mal im Bergland, im Süden Deutschlands und in den Alpen. Es gibt in den Alpentälern zum Teil immer noch richtig Schnee. Das tiefste Winterwetter. In manchen Alpentälern hatten wir vergangene Nacht wieder zweistellige Minuswerte. Hier haben wir Wind aus Nord bis Nordost, im Norden starken, zunehmend stürmischen Wind aus nordwestlichen Richtungen. Ihr denkt an diese isobaren, liniengleichen Luftdrucks, die hier für Wind sorgen. Die Höchstwerte liegen im Süden zwischen minus 4 und plus 2, in höheren Lagen mit Sonnenschein und im Norden Deutschlands bei 5 bis 10 Grad. Der morgige 4. Advent bringt im Laufe des Tages im äußersten Norden Sonnenschein. Dann gibt es eine ganz schwache Kaltfront, die von Nord-Nordost langsam westwärts zieht. Davor wird der Hochnebel aufgelupft, die Sonne kommt kurz heraus und im Süden wird der Hochnebel eingequetscht. In den Alpen bleibt es sonnig. Die Temperaturen liegen in den Nebelgebieten bei minus 1, minus 2 Grad, sonst bei 2 bis 8, an der Nordsee bei bis zu 9 Grad.
Der Wind dazu ist sehr ruppig unterwegs. In der gesamten Nordosthälfte haben wir diesen Bögenwind. Und das, was wir hier sehen, wie mit dem Lineal gezogen, das ist das Alpenvorland, hauptsächlich von Ober- und Niederösterreich, wo dann dieser Leitplankeneffekt typischerweise an den Alpen ist, da der Wind aus nordwestlichen bis westlichen Richtungen kommt. Und der wird eben um die Alpen umgeleitet. Drum wird es hier so windig. Im Südwesten ist es nicht so windig. Am Montag ist die schwache Kaltfront durchgezogen. Am Montagmorgen kann es sein, dass wir einen halben Zentimeter Schnee irgendwo im Süden Deutschlands haben durch leichte Schneefälle. Tagsüber gibt es rund um das Erzgebirge noch leichten Schneefall, auch am Alpenrand. Das ist aber unbedeutender Schnee, sonst Wolkenfelder und immer mehr Sonnenschein. Rund um die Nordsee sollte es sonnig sein, ebenso auf der Alpensüdseite. Der Wind ist ruppig, böig und kalt, kommt aus nördlichen Richtungen daher. Bei minus 3 Grad zum Beispiel im Allgäu, minus 2 Grad im Erzgebirge, sonst minus 1 bis plus 4 in den Niederlanden und an der Nordsee bei bis zu 7 Grad. Der Dienstag bringt dann im äußersten Norden eine Front, die aufzieht mit so ein bisschen Regen, an der Ostsee auch nassem Schnee bei minus 3 bis 5 Grad, sonst Nebel, Hochnebel und Sonnenschein, aber mehr Sonnenschein als bisher, weil die Luft insgesamt ein bisschen trockener ist. Am Mittwoch im Süden wieder Ruhe im Karton mit Nebel, Sonnenschein und Dauerfrost. Im Norden kommt die Front herangezogen, erinnert euch an diese 552er Linie, die kommt mit der weiten Isobarendrängung, da werden eben die Wolken reingeschubst und dann bleibt das so. Temperaturen um die 0 Grad, minus 4 bis plus 4 an der Nordsee bei bis zu 7 Grad. Nehmen wir den letzten Tag der genauen Vorhersage. Derzeit der Donnerstag bringt dann in der Südhälfte, also ab den Mittelgebirgen südwärts, viele hochnebelartige Wolken. Im Norden ein bisschen Sonnenschein. Von der Nordsee kommen Schauer herangezogen. Im äußersten Osten von der Lausitz bis ins Riesengebirge gibt es ein paar leichte Schneefälle. Stand derzeit, Temperaturen ändern sich wenig. Wie machen wir das jetzt mit Weihnachten? Gehen wir auf die Wetterlage vom 25. 12 Uhr ein. Das ist so der Kompromiss zwischen Heiligabend und dem zweiten Weihnachtstag. Und das ist die Wetterlage nach dem GFS-Hauptlauf des 18ers eben am 25. mittags. Wir sind hier in der Nähe dieses Kälteklops, aber der ist eben nach Westen gerutscht. Diese Grundwetterlage wäre ein Traum für Winterwetter, ist nur ein bisschen zu weit eben im Westen. Drum sind wir in einer südlichen Lage mit sehr milden Temperaturen. Das hat mit Winter überhaupt nichts zu tun. Aber das Mittel sieht ein bisschen anders aus. Da ist diese ganze Wulst ein Stück weiter nach Osten verschoben. Im Norden Deutschlands liegt die Höhenkaltluft. Die mildere Luft liegt im Süden Deutschlands. Und wenn wir uns die Temperaturen in 1500 Meter Höhe anschauen, dann haben wir im Süden fast schon Biergartenwetter. Da kann man auch mal ein bisschen grillen. Im Norden sind allerdings die winterlichen Temperaturen. Diese Luftmassengrenze ist noch da. Und wir werden da noch einige Tode sterben, bis wir überhaupt da sind. Wie es dann letztendlich wird, das wird in den nächsten Läufen und in den nächsten Tagen immer noch hin und her gehen. Da wird es Läufe geben, da schmeißen wir wieder alles hin und dann gibt es wieder eine Euphorie und einen Hype. Schauen wir ganz kurz noch die Ensembles an. Für den Norden Deutschlands, diesmal mit den 2 Meter Temperaturen und den Niederschlägen. Und ich habe mal den Hauptlauf, den wir gerade gesehen haben, eingezeichnet. Da haben wir den Heiligen Abend und den zweiten Weihnachtstag am Ende sozusagen, also zwischen 24. und 27. Hier ist Weihnachten. Das ist das Mittel der Berechnungen. Im Norden Deutschlands ist ungefähr die Hälfte der Berechnungen im winterlichen Bereich. Die andere Hälfte ist weiter oben und der Hauptlauf ist ganz, ganz oben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das noch runtergehen wird, ist noch da. Und danach soll es sowieso wieder runtergehen mit 2 Clustern. Einem hochwinterlichen Cluster mit Schnee und Dauerfrost und einem nicht entscheidungswürdigen Cluster, der nicht weiß, wohin er gehen soll und dann es eher milder macht. Im Westen Deutschlands, da ist nach diesem Modelllauf die Messe gelesen. Es sind nur wenige Läufe dabei, die kalt sind. Die meisten sind richtig mild. Der Hauptlauf ist oben dran. Viele Niederschläge sind dabei. Das wäre natürlich fast alles als Regen. Danach ging es wieder runter. Im Osten bleiben die Temperaturen tendenziell weiter unten. Vor Weihnachten sogar Dauerfrost, zu Weihnachten. Halber Cluster ist im Dauerfrostbereich, der andere geht hoch. Und auch der Hauptlauf ist hier mit zu den wärmsten Gesellen zu zählen. Hauptlauf ist übrigens der Lauf, der auf den Apps ist und der auch in den Wettermodellen als Direktoutput angezeigt wird. Auch hier Niederschläge, teils als Regen, teils als Schnee. Und der Süden Deutschlands ist auch aus dem Winter draußen und zwar genau zu Weihnachten. Schaut euch das mal an. Davor ist es kalt, danach soll es auch wieder kälter werden. Einige Läufe gehen ganz weit nach unten, auch hier die Hälfte. Eine hochwinterliche Hälfte und eine Schmutzhälfte.
Schmuddelhälfte und zu Weihnachten soll es Stand derzeit eben mild sein. Dann nehmen die Niederschläge kurzzeitig ab und die Temperaturen gehen rauf. Das spräche dann für eine Südlage mit Föhn. Und ein letztes Ensemble noch, da gehen wir jetzt in die Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe für die Mitte Deutschlands, um das mal zu zeigen, was da immer noch für Möglichkeiten sind. Deshalb die Flinte nicht ins Korn schmeißen. Hier haben wir wieder die Weihnachtstage. Der Hauptlauf ist relativ weit oben. Und da sind Läufe dabei, hier, die haben die gleiche Farbe. Das wäre zum Beispiel ein Lauf, der würde uns mit Schnee zukleistern. Oder ein anderer, der wäre sehr kalt. Und wäre das zum Beispiel der Hauptlauf, dann würde wieder ein Hype losgehen. Und da würde sich wieder gefreut werden, dass wir weiße Weihnachten bekommen. Die Läufe sind immer noch da. Sie wechseln nur jeweils das Kleid. Und wir müssen einfach abwarten, was da passiert. Nochmal, wir haben von plus 7, plus 8 Grad in 1500 Meter Höhe bis minus 12 Grad über die Weihnachtstage immer noch alles vorhanden. Bis später.